Mein Name ist Viktoria Schnarrabeck. Ich bin ehemalige Profifußballerin, langjährige Kapitänin des Nationalteams und habe letztes Jahr, 2022, meine Karriere beendet. Bin seitdem als Keynote-Speakerin tätig und habe jetzt auch meine eigene Sportmarketing-Agentur Prospective gegründet. Meine Freunde haben Fußball gespielt, also wollte ich auch Fußball spielen. Es ist mir eher später bewusst worden, dass es schon einen Unterschied macht, dass ich ein Mädchen bin. Das hat mich, glaube ich, am meisten gestört, war, dass ich nicht die gleichen Möglichkeiten hatte, weil die Burschen sind in die Akademien, in irgendwelche Leistungszentren und das gab es schlichtweg für Mädchen nicht. Und diesen Karriereweg musste ich eigentlich selbst für mich kreieren. Es war eigentlich keine Anstrengung, sondern für mich war das wirklich ein Ansporn. Ich wollte mithalten können und ich wollte beweisen, auch wenn ich ein Mädel bin, kann ich da genauso gut sein. Auch wenn das oftmals natürlich am Anfang sehr stark bezweifelt wurde, aber das war für mich eine Motivation und irgendwie auch ein innerer Antrieb. Der Sprung in die Männerdomäne war ja nicht erst dann mit dem Profischritt, sondern man war ja eigentlich schon seit klein auf in einer Männerdomäne. Aber es war dann einfach so, dass man permanent mit irgendwelchen Vorurteilen konfrontiert wurde. Und zu meinen Anfangszeiten oder als ich damals eben in ein Frauenteam gekommen bin, war es einfach noch so, dass die Wertschätzung und die Wahrnehmung des Fußballs für Frauen noch komplett eine andere war. Der entscheidende Wandel oder der Wendepunkt in Österreich war definitiv die Europameisterschaft 2017. Wir hatten einmal und zum ersten Mal die Öffentlichkeit, wir hatten die Wahrnehmung, ganz viel Gesichter, Blicke und Fernsehkameras auf uns gerichtet und wir waren erfolgreich. Der Vorteil war schon, dass auch international extrem viel passiert ist und wenn ich an die Medienberichterstattung denke, da ist einfach extrem viel passiert und die Wahrnehmung der Menschen, also es gab dann plötzlich ein Nationalteam und ich glaube, das war auch für uns extrem wichtig. Durch meine frühen Verletzungen habe ich gelernt, mir Standbeine neben dem Fußball aufzubauen und mich nicht nur über den Fußball zu definieren. Mich hat es immer inspiriert, Sportler zu sehen und Sportlerinnen, die sich nicht auf die Couch gelegt haben, auf ihren Erfolg ausgeruht haben, sondern die wirklich wieder neue Wege, neue Karrierewege eingeschlagen haben. Ich hatte Vorbilder, aber meine waren alle männlich. Das liegt daran, dass es einfach keine Sichtbarkeit in meinem Jugendalter gab von Fußballerinnen. Ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es ein Nationalteam gab. Und wenn du weißt, das ist möglich, du kannst als Mädchen Fußballerin werden. Ich glaube, das ist so bestärkend und zeigt dir einfach, dass alles möglich ist. Also als ich damals in die Akademie gekommen bin, habe ich mir gedacht, ja, okay, das kann ich jetzt voll genießen und ich bin unter den Besten. Aber die Wahrheit ist, dass ich eigentlich in der Zeit mich oft als Außenseiterin gefühlt habe. Dass ich auch oft irgendwelche Vorurteile gehabt habe und auch irgendwie ja, Angst hatte, nicht genug zu sein, gerade unter den ganzen Burschen. Ich glaube, ich habe sehr stark auf meinem Instinkt vertraut, zu sagen, okay, ich schaffe das. Ich will den allen beweisen, den Burschen, aber auch ihren Eltern, wo ja oftmals auch genauso blöde Kommentare gekommen sind, dass ich es kann und dass ich stärker bin als all diese Kommentare, die da einfließen. Und ich habe es dann für mich einfach irgendwann als Herausforderung gesehen und habe gedacht, wenn ich das schaffe, dann kann ich vieles schaffen.